Guten Morgen miteinander. Heute lese ich euch in Kunst ein Buch vor. Es heißt Matisse und sein Garten. Damit ihr den Henri Matisse noch besser kennenlernt, macht es euch gemütlich, es geht los. Matisse und sein Garten. Eines Tages schnitt der Künstler Henri Matisse einen Vogel aus einem weißen Blatt Papier. Ganz schlicht war dieser Vogel, doch Matisse mochte ihn und wollte ihn nicht wegwerfen. Also klebte er ihn an die Wand seiner Wohnung, genau über einen Fleck. Der Vogel sah einsam aus, so ganz allein. Deshalb schnitt Matisse noch mehr Formen aus und klebte sie ebenfalls an die Wand. Als er Form um Form aus dem weißen Papier schnitt, musste er an eine Reise nach Tahiti denken. Viele Jahre war das her. Die Scherenschnitte sahen aus wie die Vögel, die Fische und die Algen, die er auf der Insel gesehen hatte. Seine Schere glitt durch das Papier und er stellte sich vor, wie sich ein Vogel wohl beim Fliegen fühlt. Beim Schneiden fühlte Matisse sich selbst wie ein Vogel. Schon bald waren seine Wände mit ausgeschnittenen Pflanzen und Vögeln bedeckt. Man sah sie förmlich schwimmen und fliegen. Nur fehlte das strahlende Blau des Himmels oder die dunkelblaue Tiefe des Meeres. Also machte er sich noch einmal an die Arbeit und klebte seine weißen Scherenschnitte auf Blätter, die er azurblau und marineblau bemalt hatte. Sieht schön aus, gell? Die Farbe machte seine Scherenschnitte lebendig, und so bat Matisse seine Assistentinnen, für ihn Blätter mit verschiedenen Farben zu bemalen. Von Zinnoberrot über Zitronengelb bis Violett. Statt aus weißem Papier würde er die Formen nun aus farbigem Papier ausschneiden. Er setzte ein pinkfarbenes Baumblatt vor einen orangefarbenen Hintergrund und ein grünes vor einen schwarzen. Dann schnitt er Laub in anderen Farben aus und probierte unterschiedliche farbige Hintergründe. Er experimentierte mit Farbharmonien und Kontrasten, versuchte herauszufinden, welche Farben zusammenpassten oder sich abstießen. Das Wichtigste bei Farben sind die Beziehungen zwischen ihnen, dachte Matisse. So hat er das also ausprobiert, verschiedene Formen in Farben auf verschiedenen farbigen Hintergründen. Und es hat wirklich noch nie ein Künstler vor ihm gemacht. Eigentlich ganz einfach,
aber so genial. Das würde ich mir glatt im Wohnzimmer aufhängen bei mir. Er merkte, dass jede Form, die er ausschnitt, eine neue Form entstehen ließ. Anstatt die Papierreste wegzuwerfen, fügte er sie nun seinem Werk hinzu. Von wegen Reste. Matisch schnitt und schnitt. Seht ihr, das hat er ausgeschnitten und das blieb übrig. Aber auch die Form gefiel ihm und dann hat er die einfach auch aufgeklebt. Wieder in verschiedenen Farbkombinationen. Manchmal schnitt er ganz einfach Formen aus, Quadrate zum Beispiel. Doch wenn er sie richtig zusammensetzte, flog auf einmal ein Schwarm Bienen durch die Luft. Also ihr seht, hier hat er Quadrate ausgeschnitten. Dann hat er da manchmal noch eine Rundung dran geschnitten. Und dann sah das so aus. Lauter Fliegen oder Bienen aus Quadraten. Er arrangierte seine Formen zu alltäglichen Szenen. Eine Frau in einem Zimmer, zum Beispiel mit einer Vase. Und er reduzierte alltägliche Dinge auf einfache Formen, die er dann zu Mustern zusammensetzte. Also, zum Beispiel so eine Kanne, da hat er so eine Form gemacht, noch so ein paar Stützen hin und da, wo es rauskommt, mit einem Deckel, das war alles. Hier seht ihr die Frau und hier wieder einzelne Formen und Farben. Zuerst waren seine Scherenschnitte sehr klein, dann wurden sie größer und noch größer, so groß wie die ganze Wand. Bis sie schließlich alle Wände seines Ateliers bedeckten, sich um Ecken herumwanden und nicht einmal die Türen freiließen. Matisse war glücklich. Ich habe um mich herum einen kleinen Garten geschaffen, in dem ich spazieren gehen kann. Und er schnitt für seinen Garten einen kleinen Vogel aus einem blauen Blatt Papier. Und jetzt könnten wir gerade wieder das Buch von vorne anfangen. Da fing es an mit einem kleinen weißen Vogel aus Papier. Wie ihr wisst, hat ja der Künstler Henri Matisse seine neue Kunstform entdeckt, wo er krank war, nicht rausgehen konnte, auch nicht aufstehen und gehen konnte. Er saß im Rollstuhl eine Zeit lang
Und genau, dann kann so was Tolles daraus entstehen. Und da konnte er nicht rausgehen in die Natur, in den Garten und hat sich selber seinen eigenen Garten erschaffen in seinem Zimmer. Das war die Geschichte von Henri Matisse.